Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Oh, ich muss mal kurz auf Pause machen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Oh, ich zitter gerade übelst, weil... Oh, die letzten... Ihr habt ja gehört in der letzten Folge, ich musste ganz, ganz schnell Schluss machen. Alexa hat mir eine Erinnerung gegeben gehabt und ich hatte kurz, weil ich im Internet... Ihr kennt ja, es gibt so manche Sachen, da muss man schnell sein, weil es innerhalb von 30 Sekunden sonst weg ist. Weil Leute schnell klicken können. So, ne? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Und ich hatte hier Internetausfall. Ich dachte immer so, fuck, das kann es nicht sein. Das kann es jetzt nicht sein. Nicht gerade jetzt. Und es hat alles geklappt. Und ich bin so zitterig, weil ich wirklich Glück hatte. Oh, okay, gut. So, wir haben ein goldenes Pferd gefunden. Wo ich dachte, ich kann es registrieren. Aber nö, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und was soll ich sagen? Wir sollen es jetzt zu irgendwem bringen. Ich habe nur keine Ahnung zu wem. Ich werde jetzt mal absteigen und hoffe, dass das Pferd jetzt hier stehen bleibt. Ich werde dem Pferd daher erstmal Äpfel geben. Und dann müssen wir mal rauskriegen, wo wir das Pferd jetzt hinbringen sollen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo es ist. Meine Hoffnung besteht ja immer noch, dass wir es dann trotzdem irgendwann nochmal registrieren können. Ich wünsche euch bei der heutigen Folge viel Spaß. Es ist so toll. Es ist einfach toll. Guck mal, es ist ein goldglänzendes Pferd, was auch keine Äpfel mag. Vielleicht frisst es ja nur goldene Äpfel. Ist das goldene Pferd nur goldene Äpfel? Ah, wenn ich sie da einstecke, werde ich das nicht rausfinden. Ich mache mal einen goldenen Apfel dahin. Frisst das wirklich eine goldene Äpfel? Frisst der Hund jetzt meinen Apfel? Entschuldigung. Tatsache. Das goldene Pferd frisst nur goldene Äpfel. Wie verwöhnt bist du denn? Ich will dich trotzdem haben, weil du toll bist. Frisst du auch normalen Apfel? Hängt mir jetzt der Hund hier die ganze Zeit am Arsch? Ich glaube ja. Frisst es einen normalen oder kommt er einfach nicht ran? Na gut, hat das Pferd jetzt eine Aufgabe. Aber es ist jetzt die Überlegung. Wo genau soll ich denn das jetzt hinbringen? Hund. Meinst du, das Pferd bleibt hier oder rennt es weg? Ich glaube, das Pferd struggelt so ein bisschen mit dem Apfel, ne? Habe ich intelligent abgelegt. Beschäftigungstherapie für das Pferd. Läuft. Beschäftigungstherapie für das Pferd. Aber dieses Pferd, ist das nicht... Ja, es ist das goldene Pferd. Aber wo soll ich es hinbringen, ist jetzt die Frage. Wo soll ich es jetzt hinbringen, das Pferd? Könntest du... Hallo, die draußen arbeitet. Hallo. Hallo. Bist du Hallo? Bitte entschuldige, aber dürfte ich dich bitten, mir noch einmal die Vorkommnisse hier in diesem Stall zu schildern? Ich glaube, das ist Hallo. Oh. Tja, dieser Stall hat ein extrem seltenes goldenes Pferd versorgt, das Prinzessin Zelda in ihrer Obhut hatte. Doch eines Tages ist es davongelaufen. Das Verschwinden eines Pferdes von Prinzessin Zelda ist an sich schon ein Titelthema wert. Doch, was mich und viele unserer Leser interessiert, sind die genauen Umstände, die zu seinem Verschwinden führten. Oh ja, das werde ich wohl nie wieder vergessen. Ich hatte mich bereits um die Pferde gekümmert und ruhte mich im Stall aus. Das Pferd der Prinzessin war meist ruhig und freundlich, aber plötzlich wieherte es so laut, dass ich es drin hören konnte. Also bist du zu ihm, um nachzusehen? Ganz genau, und dort stand sie plötzlich direkt vor dem Stall, die Vermisste, Prinzessin Zelda. Als sie sich dem Stall langsam näherte, begann das goldene Pferd wie wild zu toben. Und dann stürmte es Hals über Kopf aus dem Stall. Und während ich dem Pferd noch hinterher schaute, verschwand die Prinzessin ganz plötzlich. Es ging alles so schnell. Das Pferd und Prinzessin Zelda werden sich wohl kaum in Luft aufgelöst haben. So, ihr habt's doch gesehen, ich bin doch gerade an euch vorbeigekommen. Erzählt euch nicht, dass das goldglänzende Pferd euch nicht aufgefallen ist. Das ist mir selbst aufgefallen, sodass ich kilometerweit über den weißen Schnee gerannt bin. Für dieses Pferd. Ich habe Fragen. So absurd dieses Gezwitscher auch klingen mag, scheint es sich hierbei um eine ernste Sache zu handeln. Oh, du bist's, Kollege. Also dir fällt auch wirklich gar nichts auf, dass da hinten so ein Goldarsch steht. Gut, der Hund bewacht es. Das finde ich sehr gut. Du scheinst ein Talent dafür zu haben, andere unbemerkt zu belauschen. Die ideale Voraussetzung für einen Reporter. Nanu, noch jemand aus der Redaktion? Ganz recht. Das hier ist mein Kollege. Er ist zwar noch neu, aber scheint über großes Potenzial zu verfügen. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, ihn in unsere Unterhaltung mit einzubeziehen. Gab es sonst noch etwas Auffälliges?
Mal sehen. Also das Pferd verhielt sich jedenfalls alles andere als normal. In der Nähe der Prinzessin, die ihm sehr zugetan war, das beschützte, schien es immer sehr glücklich zu sein. Ich weiß auch nicht, was es plötzlich so verängstigt haben könnte. Man sagt, Prinzessin Zelda sei eine sehr warmherzige, ehrenvolle Person. Und eben jene Prinzessin soll dem Pferd Angst gemacht haben. Ich konnte leider nur die Silhouette des Gesichts der Prinzessin sehen, aber sie wirkte irgendwie kalt. Dabei machte sie bei unserem Gespräch zuvor einen so liebenswürdigen und herzlichen Eindruck. Vielleicht war sie auch bloß etwas, naja, verstimmt, weil sich ihr Pferd plötzlich so wild verhalten hat. Nun, das entlaufene Pferd wieder einzufangen, ist das Mindeste, was ich jetzt noch für die Prinzessin tun kann. Was blicken wir eigentlich da nach hinten? Das steht doch da schon. Ach, ich liebe es. Es ist nach Norden gerannt und seitdem fehlt von ihm jede Spur. Mann, ihr seid doch doof. Ich würde mir nur zu gern selbst auf die Suche machen. Doch es gibt Gerüchte über ein großes Flugmonster dort. Da bleibt mir wohl nur, den Stall auszumisten und auf die Rückkehr des Pferdes zu warten. Wenn es doch nur jemanden gäbe, der es finden und zu mir zurückbringen könnte. Ja, wenn... Zeldas goldenes Pferd. Warte mal, Überraschung. Frisst der Hund jetzt den letzten Apfel? Ach, du bist ein blödes Pferd. Du bist cool, aber blöd. Ich wusste nicht, dass du auch Äpfel frisst. Das war jetzt nicht dein Apfel, weißt du, ne? Ach, Mann. So, deswegen hat es auch so hübsche Zöpfchen. Und irgendwas... irgendein Stein am Arsch. Aber ich glaube, das ist ein Haargummi. Überaus merkwürdig. Na, dann überraschen wir jetzt mal. Hoffentlich geht's ihm gut. Aber sowas von... Überraschung! Tada! Ah, nun zieh sich das einer an! Da ist ja der Streuner! Kein Zweifel, das ist das goldene Pferd der Prinzessin, das ausgebüxt ist. Wie schön, dass du es gefunden hast. Ich war schon ganz krank vor Sorge. Na, so eine Überraschung. Wie hast du... Hey, Kollege, versuchst du etwa mir die Schau zu stehlen? Du lässt mich als Top-Reporter ganz schön flügellahm aussehen. War nur Spaß. Immerhin liefern mir deine Heldentaten neuen Stoff für meine Artikel. Ist jetzt aber auch nicht nett, oder? Ich hoffe, er erwähnt uns. Er schreibt die Story drüber, wenn ich das Pferd behalten darf dafür. Gut gemacht, bin stolz auf dich. Und wie mir scheint, hat das Pferd bereits einen Narren an dir gefressen. Ja, ich will es behalten. Bitte, 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 darf ich? Das kann man wohl sagen. Ha, ich hab's. Wenn es dir keine Umstände macht, würde ich dieses Kerlchen gerne in deine Obhut geben. Wie krass aus! Prinzessin Zelda hatte mich auch schon darum gebeten, jemanden zu finden, der gut für dieses Pferd sorgt. Und wenn es mit einem Reisenden wie dir ganz Hyrule durchstreift, nun, dann findet es vielleicht sogar eines Tages einen seinen Weg zu Prinzessin Zelda zurück. Denk nicht lange drüber nach, Kollege. Betrachte es einfach als kleinen Gefallen für das Pferd und nimm es mit. Oh, bevor ich es vergesse, eine Kleinigkeit hätte ich dann noch für dich. Noch mehr? Kriege ich jetzt noch mehr Geld? Königszaubzeug? Ich habe einfach ein goldenes Pferd bekommen, Leute. Ich raste aus. Es ist einfach Gold. Bei dem großen Pferd habe ich mich ja auch so gefreut, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass es hier noch krassere Pferde irgendwie gibt. Aber es ist einfach Gold. Es ist einfach Gold. Gold, jetzt fehlt mir noch ein unsichtbares Pferd. Das wäre genauso lustig. Dieses Zaumzeug hat eine lange Tradition in der königlichen Familie von Hyrule. Die Goldornamente heben die hervorragende Verarbeitung noch zusätzlich hervor. Wir müssen es halt jetzt nur noch registriert bekommen, ne? Hier, bitte nimm das auch noch. Und der Sattel der Königsfamilie von Hyrule, deren Wappen darauf erstrahlt. Das Pferd von Prinzessin Zelda soll mit einem Sattel wie diesem ausgestattet gewesen sein. Prinzessin Zelda hat bei uns Sattel und Zaumzeug für dieses Pferd hinterlegt. Es ist schon daran gewöhnt, also kannst du ihm beides ruhig anlegen. Ich habe hier noch etwas, das du sicher auch ganz gut gebrauchen kannst. Ausdauermedizin. Eigentlich wollte ich mithilfe dieser Ausdauermedizin das entlaufene Pferd beruhigen. Allerdings habe ich jetzt dafür keine Verwendung mehr, also sollst du sie haben. Du magst vielleicht noch ein Neuling auf dem Gebiet sein, aber der Journalismus scheint dir wirklich im Blut zu liegen. Dank deiner Mithilfe werde ich einen Spitzenartikel zu Papier bringen. So, Kollege, damit sind wir nun 7 Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Mittlerweile kennst du dich ja richtig gut aus, so gut, dass du ein vollwertiges Redaktionsmitglied sein müsstest. Her für dich, Nesthäkchen. Und dafür gab's auch noch Geld. Weil wir befinden uns nämlich eigentlich auf Geldbeschaffungsmission. Das hat mich auch so ein bisschen zu dem goldenen Pferd getrieben. Oder beziehungsweise ich habe mir
wertvolle Dinge gewünscht und plötzlich stand ein goldenes Pferd da. Leute, wenn das in der Realität auch so klappen würde. Nichts passiert, siehste? Tja. Oh, das hätte ich fast vergessen. Kletus hat mir aufgetragen, dir einen Bonus zu überreichen. Immer her damit. Gut gemacht, Kollege. Etwas anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet. Und 20 Öcken. Also der Bonus ist ja tatsächlich vergessen. Sehr realistisch. Gering. Also dann nichts wie zurück ins Büro und frisch ans Werk. Mach's gut, Kollege. Man sieht sich. Und jetzt... Abflug! Ja, pass auf. Ich werde jetzt das ganze Geld, was wir bekommen haben, safe dafür investieren, um hier zu pennen. Weil ich das Pferd ja registrieren muss. Sei lieb zu ihm. Mach ich. Ah, hat den Hund fast leer Dings getrampelt. Dings getrampelt. Ich bin so euphorisch. Leute, das gibt's nicht. So, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir es jetzt registriert schon bekommen oder noch nicht. Halt! Warte doch! Pferdchen! Wir müssen dich registrieren. Wie nennen wir das denn? Goldi ist ja auch so ein bisschen. Warte doch! Stopp! Ach, Pferd. Alter. So, hallo. Oh, aber das ist doch das goldene Pferd, um das sich Prinzessin Zelda so liebevoll gekümmert hat. Ich bin damit vertraut. Möchtest du es registrieren? Ja. Oh, tut mir leid. Mehr Pferde können wir für dich leider nicht registrieren, Link. Link, alles so belassen. Oh, du möchtest dieses Pferd also nicht registrieren? Ich verstehe. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Ich glaube, ich muss einfach erstmal hier schlafen. Ich hoffe, das Pferd ist dann noch da. Warte mal, ich werde mal speichern. Bei mir war so, als würde es das nächste Mal Stallpunkte geben. Oder bei den nächsten Stallpunkten. Warte mal, wir gucken mal rein. Ich glaube, dass wir dann zusätzliches Pferd registrieren können. Ein Moment, ein Moment. Oh. Noch drei mehr. Ein Pferd. Das heißt, wir müssen noch dreimal schlafen. Das kriegen wir doch hin. Das ist so bescheuert. Jetzt penne ich hier dreimal. Da will ich dieses goldene Pferd. Aber ich will es haben. Entschuldigung. Oh. Möchtest du bei uns übernachten? Ja, unbedingt. 20. Normales Bett, bitte. Oh. Naja, 60 Öcken. Gutschein verwenden? Nee, nee, nee. Ich muss in Rubin zahlen. Oh. Ich brauche die Punkte. Bis morgens. Und dann gucken wir jetzt jeden Morgen. Das ist wie mit dem großen Pferd. Also die besonderen Pferde kriegen wir immer nur auf diese Art und Weise. Irgendwann wird das nicht funktionieren. Irgendwann müssen wir eins unserer geliebten Pferde loslassen. Ich sehe das schon. Wenn jetzt nur noch ein krasses Pferd irgendwo steht. Guten Morgen. Oh. Pass auf, jetzt ist das Goldpferd weg. Dann rasse ich ja aus. Lass mich jetzt mal rausgucken. Oh. Es ist noch da. Bist du noch da? Hallo. Hi. Hi. Na, bleib hier. Es will weg. Ich sehe das. Nein, bleib hier. Du musst hier bleiben, Pferd. Du musst hier bleiben. Pass auf. Ich glaube, ich lege dem mal ein paar Äpfel nochmal hin. Das muss nämlich jetzt noch zwei Nächte hier bleiben. So, 5 Äpfel. Mir egal, wer sich drum streitet. Gut, jetzt schnell. Schlafen, 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 schlafen. Komm mal ran hier. Schnell, 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 schnell. Ich brauche Stallpunkte. Kann er mir die nicht einfach schenken? Du, pass auf das goldene Pferd auf. Also, normales Bett. Ja, das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Rubine. Oh. Bis morgens. Oh. Schnell. So. Los, los, los. Bis mittags wäre wahrscheinlich einfacher, besser. Ich spende jetzt einfach schon wieder, wenn ich dieses Pferd registriert bekomme. Das ist so dumm. Das ist so cool, wie es auch gleichzeitig dumm ist. Es ist noch da. Oh. Fantastisch. Ja, ich bin erholt. Gib mir den Punkt. Jetzt gehe ich nochmal raus zu dem Pferd. Meinst du, das hat noch Äpfel? Oh. Ja, ja. Laberababer. Es hat noch Äpfel. Fantastisch, gut. Es frisst noch Äpfel. Schön, als wäre die Zeit stehen geblieben. Komm doch mal ran. Los, los, los. Komm ran hier. Schnell, 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 schnell. Oh. Ja, ich muss übernachten. Ich möchte nicht, ich muss übernachten. Oh. Wir haben diese dämlichen Gutscheine bis jetzt noch keiner, dass ich sie mal einsetzen können, weil ich immer Punkte brauche. Oh, so blöd, ey. Scheiß Punktesystem. Ist ja genau wie beim Rewe. Sammelt ihr die Punkte? Haben sie auch, wie heißt das? Wie heißt denn diese blauen Punkte? Oh. Payback. Habt ihr auch Payback? Da siehst du, wie ich es benutze. Nicht. So, jetzt meine Prämie. Treuepreis, unbedingt. Oh. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Komm ja auf zu Labarababern. Wir gehen nochmal zum Pferd. Ihr das Pferd wegrennt. Bleib schön da. Bleib schön da. Brases Pferd, bleib da. Ich bin erst happy, wenn wir... So, Prämie halten. Los. Ran, ran, ran jetzt. Oh.
Wenn du noch 5 mehr sammelst, dann halt dich fest. Halbierte Stallgebühren. Okay. Für immer. Vielen Dank, dass du unsere Stelle nutzt. Ich möchte jetzt mein Pferd registrieren, bitte. Aber wie nennen wir es? Oh. Ja, das ist es. Unbedingt registrieren. Das kostet ja auch nochmal. Ui, Stärke, Tempo. Okay, krass. Es hat die maximale Stärke, glaube ich. Und es gibt nichts mit 5, oder? Weiß ich nicht. Also Zugkraft ist okay, Temperament ruhig. Aber wie nennen wir es denn jetzt? Oh. Wunderbar. Und nochmal 20. Das heißt, 80 Öcken hat uns der Spaß jetzt gekostet, aber das war es mir voll wert. Und dafür gibt es auch nochmal einen Punkt. Ja, lohnt sich doch. Aber wie nennen wir das Pferd? Namen. Jetzt sind wir an diesem Punkt, den ich hasse. Ich brauche jetzt einen Namen. Namen. Ich brauche einen Namen. Top 50 Vornamen mit Assoziation arm-reich. Oh Gott, bewahre. Reich Augustus. Dagobert. Dagobert. Dagobert finde ich schon wieder cool. Victoria, Antoinette, Charles, Laurent, Gracia, Edward, Leopold, Claudius, Valentinus, Augustinus, Ophelia, Lucius, Octavus, alles so griechisch angehaucht, ne? Valerius, Octavian, Adelbert, Cecil, Konstantin, Liutpold, Liut, L-I-U-T-P-O-L-D geschrieben, Edmund, Camillus, Alexandre, Ludwig, James, Julius, Magnus, Leonard, Laurentius, Maximilian, Konstantine, Patricius, Eleonora, Vincent, Octavia, Cornelius, Constanze, Elisabeth, Timotheus, Elizabeth, Apollonia, Ophelia, Theodor, an alle Apollonias, das tut mir leid, dass ich jetzt so geguckt habe, aber was sind denn die Armennamen? Ey, die Armen, also gebt da drauf wirklich gar nichts, ne? Vor allen Dingen, wir haben jetzt so bei den Reichen, alles irgendwie hatte für mich so griechischen, es hörte sich alles irgendwie sehr griechisch an. So, und bei den Armen, richtig schlimm, ne? Das ist so richtig, da könntest du denken, irgendwie schon wieder Rassismus pur, ne? Hüseyin, Mandi, Mehmet, Bekir, Ahmed, Murat, Abdul, Mohammed, wer bin, also, ne? Ich just say, was ist das für eine rassistische Seite? Ani, Stoffel? Stoffel? So würde ich mein Haus, mein Kuscheltier nennen. Yusuf, Ayhan, Erkan, Murat, Kevin, Mahmud, aber nicht, also mit Mut von M-O-O-D geschrieben. Erna, Manolito, Hassan, Ahmed, Edi, Alfie, Ahmed, Ronny, Akim, Barbla, Peggy, Mahmud, Hakan, Aziz, alles irgendwie sehr türkisch-arabische Namen, ne? Das finde ich krass, dass dann als Arm, Entschuldigung, Drogo, Branko, Biggie, Ali, Oleg, Halil, weiß ich nicht, tschechisch, polnisch, irgendwas kann ich nicht aussprechen, Hinz, Hassan, Yasa, Erkan, Hamid, Asso, Hamida, Faruk, Dani, Fatma, Abdallah. Also finde ich, ich bin gerade totally geschockt, ne? Da bin ich. Onomastic.com, wer sich beschweren möchte. Dagobert. Aber Dagobert ist sowas. Ah, ich hab's gleich, ne? Namenfindung, ne? Oh, Kinder mit diesen 21 Namen werden am ehesten Millionäre. Warum hat meine Mutter mich nicht so benannt? Kein Millionäre der Welt heißt Dirt. Alice. Alice? Welche Millionärin heißt Alice? David. Kate. Edward. William. Ja, okay, leck mich. Diese 20 Vornamen sollen angeblich typische Akademikernamen. Diese 15 Kindernamen lieben Eltern mit hohem Einkommen. Wohlhabende Vornamen von reichen Kindern. Royale Namen. 35 adlige Namen. Lilibet. Archie. Der Kühne. George. Der Landarbeiter. Charlotte, die Tüchtige. Louis, der berühmte Kämpfer. Augustus, der Erhabene. Leonor, da denke ich eher an Waschmittel. Waschmaschine, das war ein Stichwort. Gott ist mein Licht. Sophia, die Weisheit. Und da hast du wirklich so eine komische Etepetete-Kinder abgebildet. Amalia, die Tapfere. Alexia, die Beschützerin. Pass auf, ich nenne das Pferd jetzt Dagobert. Man soll der ersten Intuition ja folgen.
Dagobert finde ich toll. Dagobert. Dagobet? Falsch. Dagobert. Richtig geschrieben? I hope so. Beenden. Dagobert. Dagobert, der erste und einzige und wahre. Soll also Dagobert sein, ja. Ich weiß gar nicht, kann mich auch irgendwann umbenennen. Prinzessin Zelda wird mich hassen. Aber es ist jetzt so. Pferd mitnehmen. Oh. Skybound. Welches Pferd war denn das? Ah, das war das große, weil Sky Himmel, ne? Na, passt doch. Meine Namensgebung. Oh, es ist so zauberhaft. Das ist toll. Und damit wäre die Registrierung auch schon abgeschlossen. Oh. Kann ich es denn umfrisieren? Aha, ich könnte tatsächlich... Aber warte mal, der Königssattel. Oh ja, pass auf, dann soll Dagobert wirklich hier den Königssattel bekommen. Oh, passt das so? Absolut. Oh. Und ich muss das Zaumzeug, machen wir dann auch jetzt das Königszaum. Oh, ist das zauberhaft. Oh mein Gott, ist das toll. Können wir auch die Frisur noch ändern? Langmähne, Kurzmähne. Also es hat jetzt die Flechtmähne. Rot. Türkis. Mal was Gewagtes. Grün finde ich aber auch krass. Wir können die Haare färben. Alter, das Lila finde ich aber auch geil. Blütenmähne. Aber das passt nicht so zum Königlichen. Wollen wir Violett nehmen? Ich finde Violett ja voll toll. Oh. Passt das so? Oh. Ich weiß noch nicht. Ich möchte erstmal. Können wir die Mähne frisieren? Die Flechtmähne ist natürlich am königlichsten, ne? Pass auf, wir nehmen mal die Flechtmähne. Obwohl das Lila auch extrem geil das, dazu gepasst hat, ne? Oh. Oh. Das steht ihm vorzüglich, dem Dagobert. Oh. Ich habe einfach ein neues Pferd, Freunde. Oh. Ich kann ihm gar nicht mehr, ich will gar nicht lesen, was er sagt. Oh. Dagobert. Oh, ist das toll. Ich habe einfach ein goldenes Pferd, Freunde. Ich habe einfach ein goldenes Pferd. Und das ist Liebe auf den ersten Schnauf. Ist das toll. Ist einfach ein goldenes Pferd. Es atmet mich an. Finde ich ja nicht so geil, aber ist okay. Was machen wir denn jetzt, Dagobert? Mein Goldpferd. Es ist geil. Ich wusste, ich habe wirklich so viele Videos gibt es ja zu Zelda, die man auch immer unfreiwillig irgendwie sieht. Aber ich habe noch nie gesehen, dass hier ein goldenes Pferd ist. Ich würde voll gerne so einen Hund hätte ich noch bei mir. Das wäre halt noch so voll meins. Dass man mit Pferd und Hund unterwegs ist. Komm, füttern wir den Hund jetzt mal ordentlich. Pass auf, er kriegt jetzt mal zwei Stücken Fleisch. Wir haben bis jetzt, die Hunde haben uns bis jetzt noch nichts ausgebuddelt hier. Ich möchte jetzt das haben. Mein gutes Fleisch. Guck doch mal, wie zauberhaft dieses Pferd ist. Ich bin also richtig happy. Das ist so toll. Ich mache jetzt unbedingt ganz viele Fotos. Aber das reicht ihm immer noch nicht, ne? Zu den Goronen müssen wir, mein Schatz. Wir müssen zu den Goronen. Da wird es auch ein bisschen wärmer. Ja, machen wir gleich. Geht der Hund jetzt irgendwo los? Was ist denn das für ein krasser Hund? Den kenne ich ja auch noch nicht. Also zielstrebig geht er jetzt ja irgendwo hin. Ich folge dem Hund mal. Weil, das haben wir bis jetzt auch hier bis jetzt in Tears of the Kingdom noch nicht gemacht, den Hunden so viel zu essen zu geben, dass sie uns irgendwas ausbuddeln. Aha, fang an zu graben. Er legt sich jetzt einfach nur hin. Ist das jetzt dein fucking Ernst? Ist das jetzt dein fucking Ernst? Grab doch jetzt. Oh, ah, nee, warte mal. Ha, nee, er hat sich davor gelegt. Guck doch einfach hin. Ich habe nichts gesagt. Braver Hund. Aber die hätte ich doch auch so gefunden, oder? Kannst du mir die ausgraben? Nein. Ah, dankeschön. Weh, da ist jetzt nichts Cooles drin. Da muss wirklich irgendwas ganz Gammeliges drin sein. Doch, 50 Rubine. Ja, geil, läuft doch hier. Jetzt läuft. Ist das Schlafen fast schon wieder drin? Dann nehmen wir jetzt hier noch ein paar Chilis mit. Kenne ich den schon? War ich in dem Stall, in dem Brunnen schon mal drin? Ich glaube noch nicht. Pass auf, da gehen wir jetzt... Oh, der ist eingefroren. Da war ich definitiv noch nicht drunter. Wie kriege ich den jetzt aufgetaut? Hä, Problem. Da kann mir auch das Goldpferd nicht helfen. Kann ich... Mach einen intelligenten Gesichtsausdruck. So.
War es jetzt? Ich glaube ja. Geronimo! Ah, kalt. Spür das. Nee, hier waren wir definitiv noch nicht drin. Ach, guck mal, eine Fee. Eine Fee, eine Fee. Eine Fee, eine Fee. Meine Fee. Geil, Leute. Also, die Idee, hier jetzt ins Schneefeld zu gehen, hat sich ja sowas von 10.000 Mal gelohnt. Sehr cool. Hier gibt es noch ein paar Steine, die wir verkaufen können. Leute, das wird, das wird, das wird, das wird. Ich habe das im Urin. Das könnte was geben. Das Goldpferd bringt uns vielleicht Glück. Vielleicht ist es auch ein Geldpferd. Aber ich habe ja die Befürchtung, dass sie uns jetzt versuchen werden, bestimmt oft zu überfallen oder so, weil sie denken, es ist ein ganz krass wertvolles Pferd. Was es ja auch ist. Oh, Diamant! Oh, ich kack ab. Das gibt's doch nicht. Toll! Frage, wollen wir mit dem Pferd nach Goronia reiten? Ah! Oh Mann, das war jetzt auch dumm. Ich wollte es einsammeln, nicht raufschlagen. Pass auf, wir haben ja noch einen Gutschein. Ich glaube, ich werde denn jetzt mal kein Essen einsetzen, sondern ich werde mir jetzt einen Übernachtungsgutschein opfern. Wir dürfen halt jetzt nur erstmal kein krasses Pferd finden, sonst haben wir wirklich ein Problem. Ich bin so happy, ne? Dieses Pferd, das ist einfach... Ich meine, zieht euch mal diese Erscheinung rein. Aber für eine Prinzessin auch nicht dezent unauffällig, ne? Ich reite nur auf den goldenen Pferden. Auf etwas anderem niederen möchte ich nicht dahin reiten. So, hallo. Ich möchte übernachten. Und diesmal möchte ich bitte einen Gutschein einsetzen. Ja, unbedingt. Den ersten Gutschein, den wir jetzt mal ausgeben. Bis morgens bitte. Ich mag es gerne hell. Ah, ein geruhsamer Schlaf. In diesem Sinne Prost. Erfolgreicher Erfolg. Ich habe ein neues Pferd. Oh, ist das geil. Muss, glaube ich, gleich mal bei meinem besten Freund angeben. Ich mache gleich ein Foto und schicke ihm eine WhatsApp mit. Ich habe ein goldenes Pferd gefunden. Ah. Oh. Warte, mache ich. Ein toller Morgen. Oh, da glänzt es. Da glänzt es auch noch so fantastisch. Das mache ich. Das mache ich. Ihr seid der Zeug, ich mache ein Video. Guck mal. Ich habe ein goldenes Pferd gefunden. Ist das krass oder ist das krass? Einfach ein goldenes Pferd. Und ich verrate dir nicht, wo. Es sei denn, du fragst ganz nett. Und schicken. Ich bin sehr gespannt, was er antworten wird. Wenn er antwortet. So. Ich bin so happy über dieses goldene Pferd. Das glaubt ihr gar nicht, wie happy ich bin. Also, Konzentration. Wir wollten ja die tun. Was ist hier? Oh. Ah, interessierst du dich für diese Zeichnung? Ja. Tja, die sehen wohl die Spuren einer die sehen wohl die Spuren einer unbekannten Kreatur zeigen? Ja. Was für eine Sprache sprichst du, mein Freund? Die sehen wohl die Spuren einer unbekannten Kreatur zeigen. Was will der Autor mit diesem Satz sagen? Ich glaube, er meint, dass da irgendwie eine Spur von einem Tier zu sehen ist. Ich weiß auch nicht recht, was ich davon halten soll. Aber in letzter Zeit ist es ein großes Thema unter den Pferdefreunden. Es heißt, dass diese Kreatur Steine fressen soll und dass Prinzessin Zelda mit ihr gesehen wurde. Ja. Das ist vielleicht eine dieser Geschichten, die beim Weitererzählen immer etwas mehr ausgeschmückt werden. Jedenfalls klingt das alles ziemlich unglaubwürdig. Daher bemühe ich mich, sie nicht weiter zu verbreiten. Doch je weiter nach Süden man geht, umso mehr Gerüchte über diese Kreaturen erzählen sich die Leute. Wenn du dich in den Ställen südlich von hier umhörst, kommst du vielleicht in der Wahrheit ein Stückchen weiter. Und gut, wenn ich dann dazu auch nicht lesen kann, ne? Das macht den Kohl dann auch noch viel, viel fetter. Ach Leute, ich bin happy. So, wir müssen ja jetzt noch was kochen. Diese Zutaten. Guten Morgen. Hallo, habe ich dich geweckt? Das tut mir ein bisschen leid. Ich bin Besitzerin des goldenen Pferdes und freue mich, dich kennenzulernen. Was koche ich denn heute? Vielleicht sollte ich Zutaten suchen gehen und mich inspirieren lassen. Du wirst auf jeden Fall kein goldenes Pferd zubereiten. Das weiß ich jetzt schon. Oh, vielleicht muss ich ihm irgendwas bringen. Also, wir haben ja hier jetzt auch ein Gericht irgendwie am Start. Was
Das könnte Reis, Butter. Boah, da kommt richtig viel drauf rein. Also, das kochen wir natürlich jetzt auch mal. Ich mache mal ein Foto. Also, das wird hier Reis sein, Butter, Fleisch, Milch und Chili. Habe ich jetzt, das gibt's doch nicht. Ja, habe ich. Warum? Markierung löschen, bitte. Weil ich es kann, einfach weil ich es kann, weil ich schon wieder zuschwelle. Guten Morgen. Ein Lagerfeuer und etwas Musik. Wer braucht es nicht? Oh, ist das der Flötenspieler, den wir brauchen? Oder der Hornspieler für die Feder oben? Das könnte auch wohl sein. Ich kriege einen Pickel. Der Pickel der Freude. Der goldene Pickel. Und? Liest du die News? Und was steht heute im Kleeblatt-Kurier? Mal sehen. Also, ich sehe was auf dem Titelblatt, was ich auch ein bisschen erkennen kann. Große Fee sucht Zuflucht in Knospe. Neue Entwicklung. Im Stall herrscht große Erleichterung, dass die große Fee einer Aufführung des Ensembles zügellos beiwohnte. Hui, dass sich die große Fee nun endlich gezeigt hat, scheint ja alles nochmal gut gegangen zu sein. Tja, ob die große Fee hier in der Nähe auch irgendwann mal wieder aufwacht? Diese Ausgabe werde ich von vorn bis hinten durchlesen. Ja gut, Entschuldigung, da lasse ich dich lesen. Oh je, meine Stimme. Oh je, meine Hände, die werden von der Kälte ganz taub. So kann ich doch nicht die Zeitung lesen. Oh ja, das mag ich auch nicht im Winter, wenn man einfach arschkalte Hände hat. Na, du kleines Tutsi. Du bist aber auch echt süß. Oh, es guck mal, wie es schimmert. Wie es glänzt. Es ist fantastisch. Es ist einfach toll. Also, wir werden jetzt kochen. Was sollen wir bloß tun? Unser schönes Zelt. Pass auf, ich werde erstmal kochen. Ehe wir von der Geschichte schon wieder abwandern. Ich brauche. Und vor allen Dingen muss ich auch die Sachen kochen, die ich ja verkaufen will. Also, einmal Reis. Dann brauchen wir Butter. Ich brauche auch unbedingt Butter. Ich muss mir eben meine Einkaufsliste machen, was wir alles brauchen. Aber die Kleidung ist erstmal wichtiger. Butter, die letzte Milch. Fleisch und eine Chili. Fleisch und Chili. Ich hoffe, die Reihenfolge ist jetzt nicht relevant. So, und das kochen wir jetzt. Ah, wie kochen. Schade, er hat noch nicht geantwortet. Aber ich weiß auch nicht, wie er jetzt Dienst hat. Scharfe Fleischreisbällchen. Ah, toll, nichts Neues. Egal. So, und ehe wir uns jetzt eurem Problem widmen, werde ich mal ein bisschen Luxuswild jetzt zubereiten. Wenn ich es finde. Ist halt die Frage. Wird das günstig? Also, man könnte es natürlich irgendwie auch noch mit so einem simplen Pilz noch dazu. Pass auf, wenn man so eine Gerichte jetzt mal kocht, einfach Luxuswild mit zwei Pilzen und das dann mal anbietet. Oh, Fleischspieß mit Pilzen. Na, Fleischspieß klingt jetzt nicht so hochwertig. Edelwild. Oder pass auf, ich koche einfach nur gekocht. Einmal Edelwild kochen. Ich weiß halt nicht, was mich viel bringt, ne? Ist halt die Frage, je mehr Zutaten du reinmachst, ob es dann irgendwann mehr gibt. Aber ist auch nur ein ganz normaler Fleischspieß. Und wenn ich den mit. Aber Reis? Freunde. Wir brauchen einfache Zutaten. Kann ich das mit dem Apfel zusammenpacken? Funktioniert es? Es bleibt beim Fleischspieß. Okay, pass auf. Wir können ja dann erstmal gucken, was das einbringt. Und dann können wir ja immer noch was kochen. Oh, du bist kaum zu fassen, dass wir uns schon wieder über den Weg laufen. Nat, dann ist das vielleicht wirklich Schicksal. Jetzt hör schon damit auf! Viel wichtiger ist erstmal, dass wir uns unser Zelt zurückholen. Es ist noch viel zu früh, um über das zu sprechen. Du hast ja recht. Ausgerechnet jetzt, wo wir auf unserer Suche nach Pilzen eine so vielversprechende Höhle gefunden hatten. Was meint ihr damit, Ladies? Während wir auf dieser Straße unterwegs waren, entdeckten wir am Fuße eines Berges zufällig eine Höhle. Wir schlugen also unser Zelt darin auf und wollten noch schnell etwas aus dem Stall besorgen. Doch als wir zurück zur Höhle kamen, hatten es sich bereits ein paar Monster in unserem Zelt gemütlich gemacht. Aha.
Und deshalb ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, über das zu reden. Auch wenn wir es dir versprochen hatten. Wir sollten uns erst einmal um die Monster kümmern. Über das, das eroberte Zelt. Ich bin ja ein Gentleman, ne? Ich bin ja ein Gentleman. Und Gentlemänner und Gentlefrauen haben ihr Pferd lieb. Und gucken jetzt mal, wo da eine Höhle ist. Aber es ist wirklich schön schnell. Ich find's cool. Das Pferd ist toll. Also wir gucken mal, wo deine Höhle ist. Aber sie haben jetzt hierhin gedeutet. Vielleicht, vielleicht ist es diese dort. Da ist zumindest doch kein Symbol für Höhle. Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen Geld beschaffen, aber vielleicht gibt's hier auch ein bisschen Geld unten. Mein Goldpferd, du musst draußen warten. Könnte das die Höhle sein? Ich glaube. Stopp! Tschüss, Pferd. Ich glaube, das ist die Höhle. Dann brauchen wir eine geeignete Waffe, um diese Höhle zu betreten. Ich nehme mal das da und schaue, was da auf uns wartet. Also, wir entdecken eine Höhle, die da heißt Höhle unterm Juglanoberg. Da sind sie doch, die Monster. I see them. Opale und Bernstein, die nehmen wir sehr gerne mit. Also, ich würde tatsächlich die Party jetzt einfach erstmal ein bisschen sprengen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo, mein Freund. Na, einer von euch ist gleich zu Tode explodiert. Und dir rasiere ich den Rücken. Ich habe gehört, ihr habt euch ein Zelt angeeignet, was nicht das eure gedacht ist. Das geht so nicht. Ich bin hier von der örtlichen Polizei. Ich bin die mit dem Goldpferd. Ah, und du bist der, der mich kaputt macht. So geht es aber auch nicht, mein Freund. Wie sieht's denn aus? Hast du Lust, ein bisschen zu brennen? Wahrscheinlich eher nicht. Feurio! Daneben. Ich lieb's. Wie kann man nur so bescheuert sein? Und jetzt auf wie mit Gebrüll! So. Ich würde sagen, wir haben die Monster vertrieben. Aber warum schlagen die Ladies denn ihr Zelt in der Höhle auf? Ja, weil windgeschützt, ne? Ist schon für ein Shelter an und für sich ja eigentlich keine blöde Idee. An und für sich keine blöde Idee. Wie sieht's denn in eurem Zelt aus? Viel, viel Stuff haben sie dabei. Frauen, würde ich da jetzt fieserweise sagen. Aber ich weiß ja, wie ich auf Reisen gehe. Auch mit viel Zeugs. Geht das hier weiter? Nicht wirklich. Also viel war hier jetzt nicht drin zu holen. Aber vielleicht reden sie mit mir über das. Alter, die Vermutung, sie will mich jetzt verkuppeln, verheiraten. Das. Ich weiß nicht. Ich muss dann einfach sagen, ich bin kein Single mehr. Ich bin Prinzessin Zelda versprochen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Liegt hier noch Zeugs? Nee, also ja, aber nichts, was ich mitnehmen will. Hier, eher noch ein paar Frostlinge. Die sind so unscheinbar. Und die Bombe. Alles übersehen, an allem vorbeigelaufen. So, Dale, wo ist jetzt mein Pferd? Da, es ist so goldfarben. Das Geile ist, das ist so schlecht getarnt dadurch. Das erkennst du einfach. Das erkennst du einfach überall. Kann ich es einfrieren? Gefrorenes Fleisch? Da ist doch mein Edelwild. Ey, was ist denn heute los? Luxuswild. Leute, das machen wir zu was Leckerem. Ich weiß noch nicht zu was. Können wir bitte sagen, dass das heute einfach einmalig toll ist? Was hier passiert? Ich bin so geflasht. Ich liebe dich, mein Pferd. Es ist einfach Gold, das Pferd. Es ist einfach Gold. Es glänzt so schön. Das ist zauberhaft. Kam denn schon was zurück? Schade. Will man einmal angeben? Oh, du darfst leben. Das hört sich immer so eklig an, wenn es knallt. Da ist auch so ein Ekelteil. An die müssen wir uns auch echt mal ranwagen, ne? Die sollen auch angeblich gar nicht so schwer sein. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Ich will zu meinem Freund. Oh, da ist schon wieder so ein verirrter, verwirrter, einsamer. Die würde ich voll gerne ans Feuer legen.
Oder ins Feuer. Und sie bereitet die Grogs zu. Ich erkläre gern den Weg. Für was denn? Na, so etwas, ein Reisender. Wie schön, dass du diesen abgelegenen Stall besuchst. Wärm dich doch hier etwas auf. Wir haben ein Lagerfeuer und sogar Musik. Täuscht mich mein Gedächtnis oder hat das Ensemble wirklich einmal mehr Mitglieder? Ach, ich bin ja schon froh, wenn sie überhaupt hier auftreten. Sag, Reisender, hast du dich etwa verlaufen? Es ist sicher nicht einfach, hier draußen die Orientierung zu behalten. Ich bin zwar schon alt, aber damit kann ich dir helfen. Also frag mich, wenn du nicht weißt, wohin es als nächstes geht. Eine Reise nach Westen könnte lohnen, aber genauso auch nach Osten oder Norden. Ich könnte dir etwas über interessante Orte in diesen drei Himmelsrichtungen erzählen. Also, wohin soll die Reise gehen? Mehr so nördlich. Okay. Nach Norden also. Nördlich dieses Stall befindet sich ein weites Schneefeld. Oh. Seit neuestem kann man dort ein riesiges Bild im Schnee sehen. So heißt das zumindest. Ich selbst bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass ich dem Gerede der Orni über Schneebilder glauben kann. Aber es traut sich auch niemand nachzusehen, weil sich ein gigantisches Flugmonster am Schneefeld herumtreiben soll. Sollte dich dein Weg Richtung Norden zum Schneefeld führen, Reisender, gib gut auf dich Acht. Westen? Ach ja, der Westen. Dort liegt das Dorf der Orni, musst du wissen. Bist du eigentlich schon beim Kleeblattkurier gewesen? Ich arbeite dort. Aber gut, erzähl weiter, alter Mann. Der sich in der Nähe des Dorfes niedergelassen hat. Die Reporter des Kuriers bereisen die ganze Welt und halten uns immer mit den neuesten Nachrichten auf dem Laufenden. Wenn du dich über etwas informieren möchtest, solltest du es dort tun. Ist ja nicht so, als wäre die Presse hier schon längst dort gewesen, aber ist okay. Und Osten? Ach ja, nach Osten also. Wenn du von diesem Stall aus Richtung Südosten blickst, findest du auf dem Boden des Tals dort eine alte Ruine. Ich weiß nicht, wer sie einst gebaut hat oder wann, aber sie ist ziemlich groß. Also war dieses Gebäude seinen Erbauern sicher sehr wichtig. Die meinen bestimmt diesen alten Tempel, wo wir diese ganzen Geoglyphen in der Mitte haben, ne? Wo ich ja immer noch denke, dass das ein Gerät ist, was irgendwann mal aktiv wird. Wäre jetzt so eine Vermutung. Wenn dich so etwas interessiert, sieh dich dort einmal um. Aber Vorsicht, der Abstieg ins Tal ist keine Kleinigkeit. Da du so eine lange Anreise hattest, nimm doch bitte diese Kleinigkeit an. Oh, Gastgeschenke. Dankeschön. Bereite dich gut vor, bevor du weiterreist. Wärm dich ruhig noch etwas am Lagerfeuer auf. Ja, ich will tatsächlich mein Fleisch zubereiten, aber eigentlich möchte ich... Was wollte ich? Ach so, mit den zwei Ladies reden. Ich schwell schon wieder zu. Tut mir wirklich leid, aber momentan ist es wirklich ungünstig, dich mehr über das zu verraten. Wir müssen erstmal die Monster aus unserem Zelt vertreiben. Hab ich doch. Wieso hab ich doch? Wie? Du hast sie besiegt? Alle? Kinderspiel. Soll das etwa heißen, unser Zelt ist jetzt monsterfrei? Unglaublich, du musst wirklich stark sein. Ich bin ja so erleichtert. Ohne unsere Ausrüstung wären wir das nie finden. Hier, bitteschön, als kleiner Dank, dass du uns geholfen hast. Was ist denn das? Was ist das? Deshalb verraten wir dir jetzt auch, wie versprochen, was das ist, wonach wir suchen. Nun, um es kurz zu machen, wir sind auf der Suche nach dem Pilzheiligtum. Hä? Durch Zufall kamen wir in den Besitz einer alten Pilzenzyklopädie, in die ihr früherer Besitzer Folgendes gekritzelt hatte. In Shutars Territorium, in der Nähe eines Teichs in Hebra, wabert Dampf. Was bitte wollt ihr mir jetzt erzählen? Ist ja wie so ein Märchen von goldenen Pferden und Pilz, geheimen Pilzterritorien. Link im Wunderland. Am Ursprung des Dampfes befindet sich das vom Licht erfüllte Pilzheiligtum. Damals hielten wir diese Notiz nur für wirres Gekritzel, aber faszinierend ist sie doch, nicht wahr? Als sich dann der Kataklysmus ereignete und sich überall Höhlen auftaten, kamen wir ins Grübeln. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auf die Suche nach dem Heiligtum der Pilze begeben. Tja, vielleicht hat das Gekritzel nichts zu bedeuten, aber wir suchen jetzt wirklich das Pilzheiligtum. Jedenfalls möchten wir dich bitten, über dieses Gespräch absolutes Stillschweigen zu bewahren. Wenn die Notiz in der alten Enzyklopädie stimmt, muss das Pilzheiligtum irgendwo hier in Hebra sein. Fragt sich nur, wo wir hier einen Teich wabernde Dampf und den Ursprung des Dampfs finden. Also dann, wir ziehen dann mal weiter. Danke nochmal, dass du unser Zelt für uns zurückerobert hast. Aber sehen wir Teich nicht eigentlich auf der Karte? Wait. Teich.
Hebrasee? Aber der See ist ja kein Teich, ne? Wie groß ist ein Teich? Ein Teich ist ja sehr, sehr klein. Meinst du, der Teich ist vielleicht gar nicht eingezeichnet? Ah, hier, den vergessenen Tempel meinten sie, ne? Hä? Aber es ist halt die Frage, wo war ich denn schon überall und wo war ich noch nicht? Aber hier bei den Dorf der Orni wird es halt safe nicht sein. Aber Hebra, um die Hebra-Berge? Bei den Hebra-Zwergen, was sind das für ein Teich? Vielleicht hier, das Ding vielleicht. Vielleicht meinen sie das Teil. Das wäre halt zumindest so ein kleiner Teich. Bergfuß der Erstarrung, Hebra-Nordspitze. Dann hätten wir hier noch einen Teich. Ich meine, man könnte jetzt natürlich sämtliche Teiche einmal abgrasen. Warum gehe ich immer so dämlich aus der Karte raus? Ich weiß auch nicht. Hier wäre noch Shutars Territorium. Hier waren wir überall noch. Was mache ich denn heute ständig mit der Karte, Alter, am Arsch? Also ich weiß, dass wir uns hier noch nicht umgeguckt haben genügend. Haben wir noch irgendwo einen Teich? Weil See ist ja kein Teich. Ein Teich ist kleiner als ein See. So, ne, da sind wir uns auch alle sehr einig. Hebra Quellland. Aber Quelle? Quelle könnte auch schon irgendwie sowas nach Teich klingendem sein. So, und theoretisch reisen wir ja hier lang. Vielleicht ist es ja auch was, wo wirklich der... Hier wäre auch noch was. Am Bame-Hügel. Bame-Hügel. Eigentlich will ich ja jetzt... Pass auf, wir markieren uns das jetzt erstmal. Bereiten jetzt erstmal das Edelwild zu. Wobei ich ja überlegt hatte, zu den Goronen zu reiten, ne? Ach, eigentlich möchte ich es ja jetzt verkaufen, um zu gucken, wie viel Geld wir kriegen. Struggle. War das jetzt Luxuswild? Ich mach mal 3 auf einmal. Ach, was mache ich denn hier? Ach, Gott bewahre. In die Hand. 3 und kochen. Aber hast du gesehen, wie groß die waren? Wie klein die da drin aussehen? Das ist auch Magie. Der Kochtopf macht einfach Magie. Oh. Fleischspieß. Habe ich jetzt eigentlich für mich selber noch genügend Sachen? Bestimmt. Ah, mein Goldpferd. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sieht es gar nicht mehr Gold aus. Jetzt sieht es wieder Gold aus. Ja, Leute. Wir können natürlich, weil es jetzt hell ist, einfach mal ein bisschen nochmal lang reiten. Wäre jetzt hier so die Region. Ich würde einfach mal hier jetzt den Weg lang reiten. Und einfach mal gucken, ob da was kommt. Ist die völlig falsche Richtung. Hier will ich eigentlich überhaupt gar nicht hin. Und so überhaupt gar nicht. Unsere Folgenzeit ist eh gleich vorbei. Muss mir dann alles merken, was wir vorhatten, ne? Was ist denn hier eigentlich für eine spannende Siedlung? Warte. Alles cool. Was ich mir tatsächlich auch noch wünschen würde, wären halt auch so ein paar Reaktionen, wenn ich so mit verschiedensten Pferden auf verschiedene Leute komme. So von wegen, oh, was hast du denn für ein krasses Pferd? Weißt du? Ich meine, das Pferd ist halt wirklich krass. Und es hängt irgendwo fest. Ja, ja, du hängst am Zelt. Ich sehe es. Mein Pferd hängt am Feld, am Zelt. Okay, pass auf, ich steige ab. Ich hoffe, dass Truppenführerin Armani und die anderen wohl auf sind. Hallo. Au, Reisender. Ganz schön kalt hier, nicht wahr? Dieses Gebiet ist gefährlich. Die dritte Einheit der Monster während der Truppenführerin Armani kämpft gerade ganz in der Nähe. Ah, noch eine Quest. Oh, da ist noch ein Elch. Die Monster haben hier in der Nähe einen Stützpunkt errichtet. Ihre Anwesenheit bedroht den Frieden in der Region. Truppenführerin Armani wird die Monster mit ihrer dritten Einheit der Monsterwehr angreifen. Sie hat es auf Monster abgesehen, die einen riesigen Stützpunkt errichtet haben. Ich hoffe sehr, dass Armani und ihre Einheit heil zurückkommen. Okay, das wäre jetzt noch eine Aufgabe, dann zu gucken. Aber da ist noch ein Elch, Freunde, da ist noch ein Elch. Ah, ich habe ihn aber 2-mal getroffen. Bleib stehen, dummer Elch. 2 Elche. Oh, schaffe ich nicht mehr. Manu. Man.
Ich hätte ja fast Bock, jetzt mich nochmal der Monsterwehr anzuschließen, Ladies and Gentlemen. Also, wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch bei dieser abenteuerlichen Reise dabei sein würdet. Ich würde mich freuen. Ist das mein Pferd? Hast du mein Pferd geklaut? Nein. Weh dem, der mein goldenes Pferd klaut. Da hinten steht's und wartet. Ich komme zurück. Ich komme wieder. Ihr hoffentlich auch. Spätestens in der nächsten Folge. Ich würde mich, wie gesagt, riesig freuen. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei und haltet die Augen nach goldenen Pferden auf. Das ist einfach das Highlight des Abends. Geil. Thank you.